Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Part zu Gran Turismo 7. Mein Name ist Silverback und wir haben hier den lieben Danny, Danny Liebe. Hallo Hallo. und herzlich willkommen. Ja, hallo. Und wir schauen uns heute ein Rennen an mit Silverback, Danny Liebe und Special Guest Cordula. Cordula. Ja. Genau. Und ich muss dazu sagen, es war nämlich, wir wollten natürlich Chancengleichheit haben. Und nicht nur, dass wir jetzt endlich auch einen Schritt näher sind zu unserer 30% Frauenquote in Form von Cordula, die übrigens auch eine sehr gute Fahrerin ist, möchte ich mal so betonen, Ja. sondern wir sind auch aufgrund von Chancengleichheit sind wir alle im gleichen Auto gefahren. Wir sind tatsächlich mit einem VW Käfer gefahren. Und hier sehen wir auch schon Cordula auf der Pole Position. Dahinter Genau. Danny Liebe und vom dritten Platz Silverback. Ich muss sagen, der Start ist, ja, Cordula hat an Geschwindigkeit verloren. Danny Liebe holt auf. Danny Liebe holt auf. Silverback fährt hinten ran, weiß nicht so richtig. Und Cordula zieht rüber. Danny Liebe muss natürlich ausweichen, verliert massiv an Geschwindigkeit. Wir sehen hier, Silverback hat aber auch, kann nicht aufschließen. Was ist da los? Was ist da los? Kannst du dazu was sagen? Boah, was ist mit Silverback los? Die letzten werden die ersten sein. Aber warum kann. Doch jetzt, schau mal, Silverback schließt auf Danny Liebe. Ich finde, Danny Liebe hat ja den coolsten Auto. Der hat ja hier ein neues Design gewählt. Mit der Hast du Grandoline hinten gemerkt? drauf. Und Genau. Silverback Oh mein hat Danny Gott. Liebe überholt. Jetzt haben wir uns so auf das Design konzentriert. Silverback hat Danny Liebe überholt. Ich glaub's nicht. Im Gras. Ist das eigentlich noch legal? Bald wird doch Gras eh legalisiert. Also von daher ist das. Ja. Überholen auf Gras. Jetzt Überholen legal. auf Gras. Ja. Was ist da los? Danny Liebe hat den Anschluss verloren. Silverback holt auf Cordula. Cordula fährt ganz entspannt. Guck mal, wie auf Schienen fährt Cordula einfach vorne weg. Aber Silverback kommt. Nutzt den Windschatten aus und wir bleiben. Warum bleibt denn die Regie hier auf, Danny Liebe? Das Rennen ist. Silverback, nee. Oh. Cordula hat sich scheinbar verbremst. Aber Silverback konnte es nicht ausnutzen, hat auch gebremst und Danny Liebe holt auf und überholt beide. Danny Liebe auf Platz 1. Silverback hat die Chance aber genutzt und Cordula überholt, fährt jetzt im Windschatten. Oh mein Unfassbar, Gott, unfassbar, unfassbar. wie sie in die Kurve fahren. Danny Liebe richtig gut, sage ich mal so ganz unparteiisch. Und Silverback aber total im Windschatten. Man könnte glatt meinen, Gwendoline fährt gerade für Danny. Wendoline ist immer on board. Hier ist Silverback überholt. Silverback überholt. Danny Liebe, das kann ja nicht wahr sein. Was sagst du eigentlich zu meiner tollen Lackierung? Die hat schon was, ne? Ja, die ist schon schön, ja. Ist aber Ja. kommt nicht ganz, also so rein objektiv kommt es nicht ganz an Danny Liebe heran. An dem schönen Grün mit dem Ärzte-Logo. genau. Ich hoffe, das gibt keine Aber rechtlichen Probleme. es ist übrigens das erste Design, was Danny damals selbst erstellt hat, wollte ich mal so erwähnt haben. Ja, und dafür ist es ganz gut. Ne, es ist das zweite. Das erste war der Krankenwagen. Oh, Oh, da der hat Auto. Ja. Silverback aber einen Fehler gemacht. Ist rausgerutscht und Danny Liebe nutzt die Gelegenheit. Wird Ja, fast aber wie? weggekickt. Wird fast Wie? weggekickt. Was macht Silverback? Fährt Danny Liebe hinten rein. Und Danny Liebe versucht fair zu sein. Versucht die Situation zu entspannen. Und Silverback nutzt es gnadenlos aus und überholt. Ist denn das zu fassen? Warum gibt es denn hier keine Strafe? Es muss doch eigentlich eine Strafe geben. Unfassbar, denn die Na. Liebe kommt nicht mehr hinterher. Was, das hat jetzt wirklich Zeit gekostet. Cordula beobachtet die Situation entspannt von hinten. Lässt sich nicht aus der Sie. Ruhe bringen. Ja. Und, oh mein Gott, Silverback ist ins Oh Kiesbett mein gerutscht. Wir Gott. unterhalten uns hier entspannt und Silverback ist in der Zeit ins Kiesbett gerutscht. Wie konnte das passieren? Danny Liebe behält die Ruhe, fährt ganz gemütlich wie auf Schienen, wie ein Profi weiter. Silverback keine Chance. Ist jetzt, wo ist Silverback? Und
Cordula konnte Cordula kommt aufholen. näher. Cordula kommt näher. Cordula kommt näher. Oh mein. Wir gehen mal auf Cordula. Oh nein, Cordula hat Probleme in der Kurve. Was ist da los? Irgendwas scheint mit dem Lenkrad nicht zu stimmen. Hat sie vielleicht Probleme mit dem Auto? Es ist leider kein Logitech-Lenkrad, deswegen hat sie Probleme mit dem Lenkrad. Was ist eigentlich bei ihr da auf der Motorhaube? Das wollte ich auch drauf? Gerade sagen, das ist natürlich irritierend. Ist das legal? War das eine Katze? Ist das erlaubt? Das sieht mir aus wie... Das sind zwei Katzen! Sie hat zwei Katzen auf der Motorhaube, das kann ja nicht... Ich weiß nicht, das müssen wir vielleicht nochmal überprüfen lassen. Aber jedenfalls helfen wir die Katzen nicht... so richtig aufzuholen. Wir gucken mal, was Silverback oh, so macht. Wir schauen auf süß. Silverback. Oh mein Gott. Und Silverback ist... hat schon ein bisschen aufgeholt, aber ist noch zu weit weg, um den Windschatten auszunutzen, oder? Ich glaube, das ist die letzte Runde, oder? Ja. Es sieht so aus, als ob Danny Liebe den Sieg nach Hause fährt. Tja, ich... sag's mal so, wir sind ja noch nicht fertig mit dem Spiel. Und da hat Guck Danny mal. Liebe irgendwo einen Fehler gemacht. Irgendwo hat Danny Liebe einen Fehler gemacht. Hat versucht, also ich weiß nicht, was da ist irgendwas passiert. Ich glaube nicht, dass Danny Liebe absichtlich Silverback rauskicken wollte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, sowas würde Danny niemals tun, nein. Aber irgendwas ist da passiert. Und Silverback fährt einfach weiter. Lässt sich nicht auf einen Zweikampf ein. Cordula holt noch mal richtig auf. Ist da irgendwie ein technisches Problem gewesen bei Danny? Wir wissen es nicht. Das ist krass. Bei es uns sah ist so die nach einem Sieg aus. Auf jeden Fall. Bei uns ist die Technik. Und Silverback oh ist noch mal rausgeflogen oh Gott, und Danny Liebe zieht oh vorbei. Nein. Danny oh Liebe mein zieht Gott. Vorbei. Oh mein Gott, wie konnte das passieren? Ich bin gerade Das enttäuscht. Ist ja nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Und das in der letzten Runde. Mit seiner Gwendoline, aber Silverback holt schon wieder auf. Wie macht Silverback das? Voll im Windschatten, nutzt den Windschatten und greift jetzt an, versucht und kommt nicht vorbei. Zieht jetzt auf die andere Seite, aber Regie, wo ist die Kurve? Da. Silverback kommt nicht vorbei. Ich kann das Rätsel ja lösen. Es liegt daran, dass ich halt diese Designs heruntergeladen habe und da, wenn ihr mal darauf achtet, habe ich zum Beispiel keine Stoßfänger und Danny und Danny Liebe macht einen Fehler in der letzten Kurve und Silverback rast vorbei auf der Zielgeraden ins ja. Ziel und Silverback hat das Rennen gemacht. Das kann nicht wahr sein. Das kann es nicht wahr sein. Es sah so spannend. Nach einem Sieg ja. aus von Danny Liebe. Und Cordula hat noch gehofft, dass wir uns beide rauscrashen. Genau. Und ist knapp hinter uns reingefahren. Spannendes Rennen. Was sagst du dazu? Deine Analyse. Also, meine Analyse war, dass das wirklich ein ziemlich gutes Rennen war. Und ich, waren alle wirklich mit Spaß an der Sache. Wir befinden uns jetzt hier, ich glaube, das soll Amerika sein, und im schönen Blue Moon Bay Speedway. Ja, es sieht so aus. Auf Fly America, genau. Wahrscheinlich sind wir in Amerika. Wir haben die Pferdestärken ein wenig geändert. Wir ja. fahren jetzt tatsächlich ein paar schnellere Autos. Und ich bin tatsächlich diesmal sogar mit einem Security-Auto dabei, mit einem AMG GTR, soweit ich weiß. Und, ja, ich hatte einen schicken McLaren, glaube ich. Der SLR war das, glaube ich. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Und hier sehen wir am Start Cordula wieder ganz vorne. Danny Liebe an zweiter Stelle und Silverback kommt nicht so gut weg. Silverback kommt nicht gut weg. Guck mal, Cordula und... Oh mein Gott, Cordula crasht Danny Liebe in die Leitplanke. Und Silverback, wie er ist, dreist wie er ist, nutzt die Situation wieder aus und fährt... Nee, schafft es nicht vorbei. Wir gehen mal auf Silverback. Der schafft es nicht vorbei. Gucken wir uns das an. Doch, jetzt hat Silverback... Cordula überholt. Unfassbar, der rast davon. Ja, ich aber, hatte noch einen wichtigen Termin, deswegen muss ich so schnell sein. Ja, aber es sieht so aus, als ob das Auto nicht so sicher auf der Straße ist. Da ist ein bisschen Unruhe in den Kurven. Das Ding fährt sich wie ein Brett. Da fährt er in die Leitplanke.
Ist das die Chance von Danny Liebe? Danny Liebe mittlerweile vorbei an Cordula. Hat nicht die Leitplanke berührt, wie auch Cordula. Danny Liebe der Einzige, der nicht die Leitplanke berührt hat. Kann er den Geschwindigkeitsvorteil jetzt nutzen? Ich höre ihn schon. Ich höre ihn. Da kommt er von hinten. Und voll in die Kurve. Oh mein Gott. Regie wollte ich sagen. Regie. Weiter. Ja. Cherie. Mon Cherie, Cherie. Danny Liebe jetzt voll im Windschatten. Greift an. Fährt links vorbei. Silverback versucht ihn von der Straße zu kicken. Schafft es nicht. Danny Liebe mit dem Geschwindigkeitsvorteil. Rast vorbei. Silverback, oh man Gott. Sieht ihn förmlich fluchen am Lenkrad. Und fährt wieder in die Leitplanke. Das Auto scheint aber leider noch heil zu sein. Es wird diesmal eine XXL-Rennfolge, wollte ich übrigens mal nur so sagen, weil es folgt nämlich gleich noch ein anderes Rennen danach. Oh ja, ja. Genau, es wird auch lustig werden. Aber jetzt sind wir erstmal noch dabei, wie Danny Liebe vorne wegfährt. Und scheinbar kommt niemand ran. Die Abstände stagnieren, würde ich sagen. Es bleibt ziemlich gleich. Alle fahren auf dem gleichen guten Niveau. Na, ich wollte eigentlich ein Gentleman sein und wollte eigentlich auf Cordula warten. Aber Dennis hat natürlich gesagt, nein, jetzt wird durchgezogen. Ja, da kenne ich ja nichts hier. Ha? Sport ja. Ist Sport. Da gibt es keinen Spaß. Und wieder an die Leitplanke. Er hat Probleme mit der Kurve. Was ist hier passiert? Da hat er versucht, nach der Chipstüte zu greifen. Und ist in die Leitplanke, auf der Geraden in die Leitplanke gerast. Wie kann sowas nur passieren? Ich bin fassungslos. Ja, das ist unfassbar. Ich glaube, der Vertrag wird nicht verlängert nächste Saison. Naja, solange ich das kann mir nicht vorstellen. Als Hamilton ist alles gut. Naja. Da schon wieder. Er zieht viel zu weit nach rechts. Aber nein, doch. Diesmal klappt es. Diesmal gut genommen. Nee, ich muss mich korrigieren. Hat er gut genommen. Reicht aber nicht, um an den Führenden ranzukommen. Dass du das so locker flockig... Oh mein Gott! Was passiert hier? Ich wollte mal gerade gucken, was Cordula so macht. Und da ist ja voll das Battle. Was ist da los? Silverback muss irgendeinen Fehler gemacht haben. Ja. Wahrscheinlich einfach... Der Grund wird darin liegen, dass Silverback einfach immer in die Leitplanke fährt. Cordula hat es leider auch getan. Und hier ist schon die Ziellinie. Wir haben leider verpasst, wie Danny Liebe durchs Ziel gefahren ist. Das ist ein bisschen traurig. Ja. Aber es war ein gutes Rennen. Also Hut ab, muss ich sagen, vor Danny Liebe. Hut ab. Und endlich weiß Dennis auch mal, wie sich ein Sieg anfühlt. Ja, danke. Wir haben nochmal die Geräteklasse geändert. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und lassen uns überraschen, was da so passiert. Genau. Und ganz ungewohnt dieses Mal Danny Liebe von der dritten Position. Danny Liebe dritte Position. Oh mein Gott, ein ganz schlechter Start von Silverback. Was ist denn hier los? Cordula zieht vorbei. Danny Liebe in die Leitplanke. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Das hätte Danny Liebe richtig gut ausnutzen können. Silverback scheint Probleme zu haben. Die Kamera geht nicht weiter. Ich gehe mal hier... Ja, auf Cordula. Ich muss irgendwie so einen verrückten Polizisten loswerden, der mich die ganze Zeit von der Straße drängen wollte. Aber man sieht, da kommen sie nicht so richtig und sie streiten und hauen sich beide in die Leitplanke und Danny Liebe kommt vorbei. Fast jedenfalls. Zumindest an Silverback. Ja. An Silverback vorbei. Ist jetzt im Windschatten von Cordula. Knutscht nochmal ein bisschen die Leitplanke, aber kann jetzt innen und schiebt Cordula nach außen und provoziert einen Unfall zwischen Silverback und Cordula und es geht Schlag an Schlag. Jetzt überholen sie beide auch noch Danny Liebe und rammen sich weg. Wo ist Danny Liebe? Wo ist er? Kann er? Und da kommt er im Windschatten. Kann er sie jetzt beide nochmal überholen? Nein, er kommt nicht vorbei. Er kommt einfach nicht vorbei. Da sind sie beide einfach zu breit.
breit in die Kurve. Natürlich reden wir nur von der Kurve, von nichts anderem. Im letzten Rennen noch aufs Gras, auf Gras überholt und jetzt breit in der Kurve. Lass uns nicht die Polizisten hören. Vor allem den Polizisten vor Danny Liebe, der immer noch sich ziemlich breit auf der Straße macht. Danny Liebe versucht erst außen, versucht dann innen und komm vorbei an Cordula und macht sich jetzt ran an Silverback. Und Silverback ist aber, wo ist Silverback? Er war viel zu weit vorne und da vorne ist er. Aber er hat scheinbar einen Fehler gemacht. Da hat er jetzt an Geschwindigkeit verloren. Wir gehen auf Silverback. Was ist da los? Da hat er einen Fehler in der Kurve gemacht. Danny Liebe aus dem Windschatten greift links an und überholt Silverback. Danny Liebe geht wieder in Führung. Und nein, kommt nochmal in die Leitplanke. Silverback nutzt es gleich wieder aus. Silverback rutscht weg. Drift, ja. Silverback rutscht weg, wo es Danny Liebe kommt, aber kann es nicht ganz ausnutzen. Jetzt der Angriff, jetzt im Windschatten. Kann Silverback sich wehren? Oh, Silverback nein. Sieht ihn, zieht zur Seite, versucht Danny Liebe rauszukicken und... Oh, Danny Liebe kommt nicht vorbei, weil Danny Liebe fair bleiben wollte. Ja, das waren 5 Runden gewesen, genau. Wir hatten 5 Runden gehabt diesmal. Und Cordula ist wieder in Schlagdistanz. Cordula in Schlagdistanz. Sie gibt noch nicht auf, ne? Sie ist eine richtige Kämpferfrau. Ja, ja. Das ist unglaublich. Das Auto scheint ja doch weniger motorisiert zu sein als der Ferrari und trotzdem. Wir gehen jetzt mal auf Danny Liebe. Ah, oh, nee, Danny Liebe kann sich jetzt wieder absetzen. Man darf nicht vergessen, der Wagen von Danny Liebe ist von 73 und meiner ist irgendwo aus den 90ern. Ich glaube, der 95er. Ja. Also da sind auch schon trotzdem auch Jahre dazwischen. Aber wir wissen ja, alles kommt nicht auf die Leistung, sondern auf das Design an. Und der Ferrari ist einfach viel schöner und deswegen ist auch schneller. Ja, natürlich, sowieso. Wer braucht schon so ein Subaru, wenn man einen Ferrari... Und außerdem scheint da auch ein guter Fahrer drin zu sitzen, denn er holt wieder auf. Er holt auf in der Kurve. Wir sehen hier, dass sie auch unterschiedliche Bremspunkte benutzen. Denn die Liebe kommt nur knapp, aber nein, mit gutem Abstand hat die Kurve vielleicht ein bisschen mehr ausgenutzt als Silverback. Das könnte jetzt die Chance sein, in der nächsten Kurve wieder anzugreifen. Auf der Geraden, jetzt der Windschatten. Cordula fehlt natürlich der Windschatten. Das ist natürlich ein riesen Nachteil. Das ist der Nachteil. Wenn du einmal auf dieser Strecke hinten bist, dann fehlt dir der Windschatten und du kannst nicht aufholen. Nee, nicht, dass sie nachher mit Nadel. Und Silverback macht einen Fehler, aber Danny Liebe auch. Danny Liebe wirft alles in die Waagschale, brettert rein in der letzten Kurve und überholt Silverback. Silverback versucht ihn auszukicken, aber Silverback schafft es nicht und Danny Liebe fährt ins Ziel. Das ist der zweite Sieg von Danny Liebe. Kurz vor der Zielgerade. 2:1. Silverback, was ist da passiert? Wir gehen mal ins Auto. Silverback, was ist passiert? Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich habe da wahrscheinlich irgendwie die Kontrolle verloren, ja. Ja, das sah so aus. Genau. Oh. Und Cordula ist noch durch die Streitigkeiten noch nah rangekommen, aber hat es dann doch nicht mehr geschafft. War das Rennen zu Ende. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, sage ich immer. Und in dem Fall war ich der Dritte vorne. Ja. War ein spannender Rennen. Also ich muss sagen, da steckt richtig viel Potenzial in dem Team. Ich weiß nicht, weißt du, wie die Pläne sind? Vielleicht kommt da ja mal so ein E-Sport-Team zusammen, oder? Ja. Ja, und nebenbei arbeiten wir halt noch an unserem Plan. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Nee, leider nicht. Wir haben uns deswegen erstmal auf Gran Turismo 7 beschränkt. Das ist genau. Erstmal. Genau. Ja. Den anderen Plan, den überarbeiten wir noch. Da ging ein bisschen schief. Aber bleiben wir erstmal dabei. Ich würde sagen, Weltmeisterschaft, Gran Turismo. Ja, ich danke euch auf jeden Fall. Oder wir danken euch fürs Zusehen. Genau, und vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr uns abonniert habt. Und den Daumen hoch für diese Fahrkünste.
genau, den Daumen runter wollen wir nicht, sondern nur den Daumen Nee, hoch bitte. Daumen runter Ja. ist übrigens gar nicht erlaubt. Wenn ihr zu oft den Daumen runter macht, könnt ihr gesperrt werden von YouTube. Ernsthaft? Ja. Ach so. Ach Ich so, ja, will keine natürlich. Fake News hier verbreiten, aber glaubt es Ja. einfach. Glaubt mir einfach, vertraut mir. Daumen runter Beziehungsweise uns, ist ne? schwierig. Ja, Ja. vertraut uns. Ja, bevor ich mich noch weiter in Schwierigkeiten rede, sage ich auf Wiedersehen, Dankeschön, Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Genau. Und Und ihr könnt übrigens auch gerne kommentieren, so ist es nicht. Also die natürlich. Kommentarfunktion, wir freuen uns natürlich auch über Feedback und so. Und natürlich könnt ihr auch sowohl negativ, also oder Verbesserungsvorschläge, es sollte bloß halt wirklich im Rahmen bleiben und nicht unter die Gürtellinie. Dankeschön. Genau, kommentiert am besten, warum Danny Liebe der beste Fahrer war. Und warum Danny Liebe auch das schönste Design hatte am Käfer. Ja, und am schönsten über die Ziellinie gefahren ist. So, dann macht's gut. Auf Ja, Wiedersehen. mach's gut. Genau. Bis Ja, zum nächsten auch Mal. genau. Bis zum nächsten Mal, Silverback. War eine schöne Co-Moderation hier. Auf jeden Fall, es Zusammen. hat riesigen Fand ich schön. Spaß gemacht. Es fehlte nur leider Popcorn, Ja, aber das naja. machen wir nächstes Mal. Erstmal live Popcorn Okay. dazu. Dann klingt es auch viel schöner für die Zuhörenden. ASMR. Okay, macht's gut. Ciao. Tschüss.